So, und damit bin ich wahrscheinlich schon von YouTube Deutschland gebannt, zumindest dieses Video. Ja, aber willkommen zu Let's Play Wolfenstein 3D. War ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich das Spiel auch mal spielen würde. Glaube, ich brauche nicht allzu viel über Wolfenstein 3D sagen, was nicht schon gesagt wurde. Es ist sozusagen der Grand Daddy der FPS-Spiele und irgendwas an diesem Sourceport funktioniert nicht ganz. Habe ich so das Gefühl, der merkt sich meine Steuerung nicht. Das hatte ich vorhin noch anders ausgewählt, aber gut, jetzt geht alles. Ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich das umstelle. Na, vielen Dank. Aber zum Thema Sourceport. Ich spiele das Ganze mit dem EC Wolf Sourceport. Der gibt einem ein paar Features. Zum Beispiel eine Automap, die gab es im Original nicht. Und was er auch schon wieder umgestellt hat, das ist unglaublich. Und zwar das hier will ich auch weghaben. Also das hatte ich vorhin schon, ich habe es kurz angeschmissen gerade, um es zu testen, dass alles funktioniert. Aber so können wir uns jetzt halt auch wie bei Doom praktisch mit der Automap bewegen. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin mit dem Problem. Der Sourceport merkt sich meine Einstellungen leider nicht. Aber gut, so. Holpriger Start, deswegen jetzt ein bisschen natürlich. Sehr holpriger Start, mir geht's gar nicht mehr gut direkt. Ich spiele das Ganze einfach mal auf I Am Death Incarnate. Ich habe das Spiel erst einmal durchgespielt und es ist schon eine Weile her. Und ich weiß auch gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad das war, aber es war die originale DOS-Version. Das erste Level kenne ich natürlich, unter anderem, weil es auch bei Doom 2 dann als Secret Level wiederverwendet wurde. Aber weil ich das einfach hin und wieder mal spiele, das erste Level. Okay, ich weiß, hier ist ein bisschen Leben. Damit geht es uns wieder etwas besser. Okay. Na. Und hier haben wir auch schon direkt das erste Secret. Ja, ja. Also generell, der Plan ist jetzt, dass ich mit der Wolfenstein-Serie im Allgemeinen jetzt anfangen werde. Das heißt, nach den ganzen Wolfenstein 3D-Titeln, es gibt ja mehrere, werde ich auch dann zu weiteren Wolfenstein-Spielen übergehen. Das ist praktisch mal so die nächste Game-Serie, die ich jetzt mal so tackeln werde. Will ich noch mal ganz kurz gucken, war hier noch ein Secret? Ich kenne hier die Secrets nicht so gut, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es erst einmal durchgespielt. Es ist Jahre her, es könnten 10 sein, also... Es ist ewig her. Und das waren auch nur 3 Episoden, die ich damals gespielt habe, also... Inzwischen hat das Hauptspiel 6 Episoden. Alle, ich meine, mit jeweils 10 Level. Heißt, das ist auch schon mal eine ganz schöne Ausnummer hier. Bis wir das hier alles gemacht haben. Dann gibt es noch Spear of Destiny. Praktisch, ja, sozusagen ein Expansion Pack. Also, naja, also ein eigenständiges Spiel eigentlich sogar. Meine ich. Ich meine, es ist eigenständig lauffähig. Und praktisch eine Prequel. Und dann noch 2 Mission Packs für Spear of Destiny. Also sehr, sehr viel Wolfenstein 3D gibt es. So, haben wir hier alles erledigt. Na je. Ja. Hier haben wir das normale Exit, aber allein schon dank Doom 2 wissen wir ja hiervon.
Ah, genau, hier war's, hier war's. Dann haben wir hier das Secret Exit und hier noch. Zack. So, dann werde ich hier erst einmal einen Save machen. Den nenne ich einfach Let's Play. Oh, okay, er benutzt die amerikanische Tastatur. Also das Tastatur-Layout. Dann, was ich jetzt doof finde, ich glaube, das ging, also ich meine, gut, das ging im Original-Map, im Originalspiel hat es überhaupt keine Map. Aber hier kann ich jetzt die Secrets leider nicht sehen. Und wieso bewegt es sich eigentlich jetzt auch mit der Maus? Das ist, ich weiß nicht, ob das ist irgendwie ein Bug mit dem Source-Port. Der merkt sich nicht meine Einstellung, naja. Ich kann jetzt halt nicht sehen, wie viele Secrets ich schon gefunden habe und wie viele noch fehlen. Das kann man dann sehen, wenn man das Level beendet hat. Aber ich würde es hier dann halt gerne so machen, dass ich einfach alle Secrets auch mitnehmen werde. Deswegen mache ich dann hier jetzt immer einfach vor dem Levelende, ne? Einen Save. Gucke. Und sehe, uns fehlt, glaube ich, ein Secret. Dann würde ich einfach sagen, suche ich das noch geschwind und dann sieht man sich gleich. Okidoki, das Secret. Wenn man sich hier die Map ansieht, geht man einfach hier in diesen Raum. Und hinter dem Adi haben wir hier dann noch ein Secret mit Munition und ein bisschen Treasure. Für unseren Score, der mir persönlich natürlich minimal egal ist. Aber man merkt dem Spiel schon an, so das, es war halt so. Ich meine, klar, es war revolutionär, aber es hatte noch so ein bisschen die Arcade-Lastigkeit, sag ich mal. Plattformern. Mit Leben und so und mit Score. Ja, ja. So. So ist es doch viel besser. Damit haben wir dann auch alle Treasures, alle Secrets jetzt auf jeden Fall. Das ist doch gut so. Naja. Damit haben wir das erste Level geschafft, beziehungsweise den ersten Floor completed. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim Secret Level wieder. Bis dann. Ciao.